Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Neo Mario Galaxy, dem Hack von Super Mario Galaxy 2. Es geht weiter mit der nächsten Galaxie und das ist heute der Gourmet-Luma, den wir erstmal freischalten werden. Und wir werden gucken, was sich dahinter für eine Herausforderung verbirgt. An der Stelle, ich weiß tatsächlich die Herausforderung schon, weil, vielleicht fällt es euch auf, die Grafik ist ein bisschen schlechter, weil in der Galaxie sind leider übelste Leckprobleme ausgebrochen und deswegen, ja, musste ich jetzt ein bisschen an den Einstellungen rumfeilen. Deswegen, sorry, sollte der heutige Part grafisch ein bisschen schlechter sein und ja, gibt halt leider manchmal solche Probleme. Ist halt bei Hack normal und ja, die Galaxie hat halt so abnormal geleckt, also ich glaube, das lief teilweise nur 50% Geschwindigkeit und naja, das bringt dann halt irgendwie halt einfach nichts und deswegen, ja, eben dieser kurze technische Umschwung. Ich hoffe, wie gesagt, dass das eine der wenigen Galaxien ist, wo das passieren wird. Die einzigen Leckprobleme, die wir bis jetzt hatten, ne, war in der Sweet Treat Galaxy. Und deswegen, ja, hoffen wir mal, dass das hier die letzte sein wird, wo das passiert. Ja, und das ist die sogenannte Ipipa-Galaxie. Anhand des Namens und anhand der Form erkennt man natürlich jetzt schon, worauf das Ganze hinauszielt. Das sind nämlich diese schönen Blöcke, die halt nach dem Takt der Musik gehen. Und ja, wer Taktgefühl hat, der hat Glück. Wer kein Taktgefühl hat, den wünsche ich bei der Mission, wenn er sie selber spielt, viel Spaß. Wobei, gut, okay, im zweiten Teil gab es die auch schon und auch da war sie nicht sonderlich schwierig. Aber ansonsten ist die Galaxie eigentlich gar nicht mal so grafisch aufwendig, wenn man sich die ansieht. Aber ja, aus irgendeinem Grund hat sie trotzdem Lex hervorgerufen. Ja, was mir persönlich, sage ich jetzt mal so, ich finde solche Taktgalaxien richtig geil. Mir gefallen die immer sehr gut. Vielleicht, weil ich eben gutes Taktgefühl habe. Ich meine, man kennt das bei mir auch aus Super Mario Maker. Da, wo Kino auch immer wieder Probleme hat mit diesen On-Off-Blöcken, die halt per Panzer zu so einer Taktgeschichte wird. Und ich mag solche Passagen ehrlich gesagt immer sehr gerne. Ja, und so ist das natürlich hier auch der Fall. Ja gut, okay, die Spinnen müssen dafür eher weniger sein. Warum seid ihr denn da? Ihr macht alles kaputt, ey. Wirklich. Ihr macht wirklich alles einfach kaputt. Und, scheiße, mein Refunding geht auch schon wieder ab, die, spuckt nämlich... Nein, scheiße, was mach ich da für einen Scheißdreck? Da seht ihr es, die Lags, die gehen auf mein Gehirn über. Die verwirren mich einfach mal gerade komplett. So, geh da rüber, ja. Jetzt ist der Tag, glaube ich, wieder da. Da bin ich gerade ein bisschen ins Reden gekommen und ja, auf einmal war mein Takt fort. An der Stelle aber, ich bin kein Schlagzeuger oder sowas geworden, wo man ja den Takt auch gut braucht, weil dafür ist mein Taktgefühl wieder ein bisschen zu schlecht. Aber solange es für das hier reicht, für solche Sachen, dann ist ja alles okay, glaube ich. Da passt dann alles. Wir kürzen das trotzdem kurz mal ab. Weil wenn wir auf die Art und Weise schon wieder Zeit verlieren, dann finde ich das nicht nice. So, gelb ist das nächstes. Ja, kann ich mir Zeit lassen. Und jetzt... Nein! Also der Block ist ja auch mal mega knapp bemessen gewesen. Aber ich kenne die Passage irgendwoher. Ich kann sie ja gerade nicht ganz genau zuordnen. Aber mir kommt der Verlauf irgendwie sehr bekannt vor. Ja gut, okay, das ist auch mies. Geht sich das wirklich aus? Ja, geht sich aus! Aber wieder auch mega knapp. Auch für Sternteile natürlich wieder gut aufgrund der... Nein, der Goomba! Oh! Das war ein wichtig... Ja, der auch wieder super, meine Sternteile, ey. Ja, ich sammle natürlich jetzt schon im Voraus, weil ich bin mir relativ sicher, in der zweiten Welt werden auch wieder welche sein. Ja, by the way, zweite Welt, da wollte ich auch noch was sagen. Und zwar, ich habe ja meine Endkarten mittlerweile gestaltet, weil die ersten Folgen sind ja mittlerweile draußen. Und da ist unter anderem... Es gibt ja so ein eigenes, tatsächlich so einen eigenen Download-Link auf der Seite von Neo Mario Galaxy, wo man die ganzen Soundtracks downloaden kann. Und da ist unter anderem ja auch eine zweite Welt angezeigt worden, aber keine dritte. Das bedeutet, es gibt halt genau zwei Welten. Und die werden uns natürlich interessieren. Und das ist mies. Nein! Was will ich ohne den Hechtler machen? Also ja, wenn wir mit der zweiten Welt fertig sind, dann ist auch das Projekt wahrscheinlich abgeschlossen. Also da werden wir alle 42 haben. Ah, nee, das war ein Leck.
Okay, jetzt kommen die Lecks wieder. Nein, 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 nicht jetzt, bitte nicht jetzt, komm. Jetzt hat sie... Nein! Ja, super, wow. Danke, Leck, für nichts. Warum denn jetzt genau? Was war an der Stelle jetzt genau anders? Scheiße! Nein! Ich bin zu behindert für alles. Und da gehen meine lieben Flöten. Ich habe Nummer 1 verflucht. Jetzt wird's kritisch. Also Game Over will ich nicht gehen. Jetzt hat er wieder die... Uah! Ruhig bleiben wir. Wie gesagt, das Spiel ist mir jetzt noch immer eine Erklärung schuldig, warum hier gerade Lecks waren. Das ist, es gibt hier gar keinen Grund für Lecks. Ja, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Da oben ist aber dann das Ziel schon, oder? Ja, tatsächlich. Verflucht, ich bin genau am Ziel wieder verreckt. Ja gut, da springe ich einfach drüber. Da können mir auch die Gegner, ehrlich gesagt, relativ gestohlen bleiben. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Die besiege ich jetzt nicht, weil jetzt geht vielleicht noch irgendwas schief mit dem Feuer, was die da austeilen. Und dann springe ich halt wieder runter. Deswegen, ne, kein Bock drauf. Aber ganz ehrlich, was war das denn jetzt schon wieder? Ey, warum hat es da jetzt wirklich geleckt? Also irgendwas hat da schon wieder nicht hingehauen. Aber teilweise sind das auch einfache Renderfehler vom Spiel selbst. Deswegen, ja, kann passieren. Soll so sein. Wow, geil. Und der nächste Komet taucht auf. Ach man. Ja, hoffen wir mal, dass der Stress wert war. So, hier ist eh nichts mehr versteckt. Ne, passt. Ja, also die Kometen, die machen wir jetzt noch nicht natürlich. Was ist da drüben eigentlich? 12 Sterne brauche ich. Ja, und hier ist gerade nur einer zu holen. Ja, passt, dann machen wir das auf alle Fälle. Die Turnlock Galaxy. Höchstwahrscheinlich ein Super Mario Sunshine Remake. Spinning and Jumping and Spinning. Alter, ich freue mich gerade richtig drauf. Komm, bitte gönn mir, gönn einfach. Ja, lol! Es ist echt so! Das ist die wie heißt die? Bayer Paradiso. Ja, und die haben auch die Originalmusik reingehauen. Ich liebe euch. Ich liebe diese Musik so sehr. Alter, da werde ich jetzt ein bisschen mitsingen. Es tut mir leid, aber die Musik ist einfach geil. Ey, ich liebe euch. Ich liebe dieses Spiel. Und die Entwickler, ich gebe euch einen Kuss auf die Nuss. Ja, das war übrigens aber so ein Special Curse, den ich über lange Zeit gebraucht habe, bis ich ihn schnalle, wie er funktioniert. Ursprünglich, leider kann man die Nägel nicht einstampfen, weil ich glaube, hier war immer ein One-Up. Ja, und das hier, okay, das geht jetzt tatsächlich aber auch ohne Wandsprung, weil ursprünglich musste man da so einen seitlichen Wandsprung machen. Ja, hier geht es ohne. So, hier rüber, ja. Es ist halt wirklich genau die Geschichte. Aber genau für sowas muss man einfach diese Modder lieben. Da oben ist die Kometenmünze. Okay, ja, auch hier ist ein bisschen was anders. Ah, okay, hier wird einfach, gut, hier geht's nicht mehr, aber hier. Ist einfach so ein Gravitätstrick, nicht mehr, nicht weniger. Ja, natürlich, also man denkt sich jetzt so, ohne Dreckweg ist es natürlich viel schwieriger. Man merkt aber auch, dass die Galaxie allgemein ein bisschen kleiner ist. Also das ist so eine, die Abstände waren normalerweise viel größer. Genau, hier geht das so. Hat geklappt. Da drüben, oh lol, da drüben ist sogar was. Ich wollte es nur überprüfen. Ich kenne natürlich jeden Winkel dieser, oh da unten ist sogar One-Up. Ich kenne natürlich jeden Winkel dieser Galaxie auswendig. Halt im Original.
Alter, feier ich mega. Wie komme ich denn da jetzt runter? Gut, so funktioniert's. Hier ist sogar eine Röhre. Mit einem Secret oder was genau? Ah ne, ich komme wieder hier raus, perfekt. Dass ich halt nicht den schwierigen Sprung machen muss. Okay, sie denken noch ein bisschen an alles. Gut, dann das haben wir. Aber auch der Hintergrund mit den Zügen. Warte mal, ist da unten noch das schwarze Loch eigentlich? Das, wo ich immer so gefeiert habe, wenn ich da reingeflogen bin. Das finde ich wieder so eine Sache, die ich auch an den Special Curses vom Sunshine so geil finde. Unten war halt immer das so gestaltet, als würde man in ein Loch reinfallen. So, erstmal kurz trotzdem, genau wegen den Sternteilen. Nehmen natürlich alle mit. Ja, ich liebe es noch immer. Das war jetzt zwar kein Taktgefühl, aber ich bekomme es doch wieder hin. Yeah. Diese A Cappella-Version, eine der besten Geschichten überhaupt, wenn es um Mario-Mucke geht. Ey, bitte sagt, es gibt nochmal so eine ähnliche. Die haben sicher noch irgendeinen Special Curse reingepackt, hundertprozentig. Warte mal, welcher wäre denn der krasseste von Sunshine, den man noch reinpacken könnte? Ich glaube, den einen mit dem, wo war denn der? Der aus diesem Hotel da. Der ganz heftige da, wo ich mich jedes Mal aufgeregt habe, wenn ich am Schluss runtergefallen bin. Dieser hässliche Balanceakt. Ja, und hier ist der Stern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Liebe geht raus. Also jetzt hätte ich schon wieder direkt Bock, Mario Sunshine zu Let's Playen. Einfach also so Reloaded von 2020, was ich ja gemacht habe. Es ist erst 2 Jahre her, wo ich das Spiel Let's Played habe. Ja, das hätte sich die Galaxie auf alle Fälle verdient. Gut, und wir sind unten gelandet. Das bedeutet, wir haben wieder irgendwie mitgenommen. Looks like you brought back a whittle with you. I love these guys. Those guys. Ach, wir haben so einen Holztyp mitgenommen. I think he wants to talk to you about Comet Metals. Go give him a listen. Shouldn't take a long. Ja, was wird er mir jetzt groß sagen über die Kometenmünzen? Dass jedes Mal, wenn ich eine sammle, automatisch irgendwo in der Galaxie dann auch ein Komet auftauchen kann, hundertprozentig. Mehr kann man dir wahrscheinlich gar nicht sagen, weil das ist halt die einzige Funktion. Collect many Comet Coins, Comet Arrive. First time in Galaxy, always one Comet Coin somewhere. Look hard, find. Ja, also genau das, was ich jetzt gerade wiedergegeben habe. Gut, wir sind wirklich nice in der Zeit und das bedeutet... Hier ist ein Versteckter! Let's go. Ich habe keine Ahnung wo, aber Gönnung. Das heißt, wir können nochmal diese schöne A Cappella-Mucke genießen. So, ich schaue erstmal genau hin. Ich wüsste halt echt nicht, wo da einer sein soll. Also ich kann mir maximal irgendwo am Ende vorstellen, glaube ich. Weil die Röhre war es ja nicht. Hm. Das, lol, das ist einfach so ein schwarzes Loch. Alles klar. Ne, da ist nichts mit einem versteckten Stern gerade. Vielleicht hat es mit diesen Dingen da in der Mitte zu tun. Muss man die einstampfen oder so? Wir schauen einfach mal. Ne. Okay, das könnte vielleicht jetzt interessant werden. Also, wo will man doch wirklich groß einen versteckten Stern verstecken? Das kann halt wirklich nur eine Röhre wieder sein, irgendwo. Ach, kacke, nein, nein, nein. Das war dumm, das war dumm. Passt jetzt mich wieder hier? Ja. Den Wandsprung schon mal überlebt. Ich habe den Wandsprung richtig geil perfektioniert. Vielleicht da hinten? Das wäre halt echt nichts Neues. Also Kometenmünze, okay, schön und gut.
Wobei, nee, ich glaube, das hätte man gesehen. Das ist halt gerade echt eine gute Frage. Wo sollst du da was verstecken? Das muss am Ende irgendwo sein, anders geht's nicht. Ich höre hier aber was funkeln. Ja, ich höre was ganz leicht funkeln. Ist das, ich weiß nicht, ob das die Fahne ist, aber... Ne, hier, wartet. Ja, hier funkelt was. Das heißt, hier muss irgendwo... ein Stern versteckt sein. Achso, nee, das ist das Teil eh von da oben. Alter, bin ich gerade verwirrt. Ja, ich spring da nochmal runter. Ja, von hier hat man eine gute Aussicht, aber da ist halt eben nichts. An der Stelle, das Teil da unten, das ist natürlich ursprünglich nicht da. Also, das gibt's eigentlich gar nicht. Auch hier hört man den Stern wieder einen Stern näher. Ist das einfach irgendwo ein Jump irgendwo hin oder was genau ist es? Ich meine nicht, dass diese Teile da hinten sich irgendwo bilden können. Also in... Ihr wisst ganz genau, wie ich es meine. Wie bei dieser einen Silbersterne-Mission im ersten Part. Ach lol, warte mal, das Feuer! Wait, das könnte sein. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn es geht, ohne zu sterben. Vielleicht ist es das Feuer. Ah, ja, das Feuer. Die Frage ist, nur ein One-Up oder Stern? Ich glaube Stern. Ja, tatsächlich, das ist es. Das Feuer hatte also einen versteckten Stern. Krass. Wie ich da jetzt drauf gekommen bin, ganz einfach, es war das einzige Feuer weit und breit. Weil wenn man schon die Nägel nicht einstampfen kann, dann kann es ja fast nur das Feuer sein. Ja, weil verstecken kannst du das schwer irgendwas, das muss man halt wirklich sagen. Ja gut, dann, das auch gefunden. Freut mich. Ja, und das bedeutet, wir haben jetzt 12 Sterne und wir können jetzt eigentlich nur mehr das Castle machen. Und auf das will ich jetzt halt noch nicht machen, deswegen, ich würde sagen, wir fangen an mit den Kometen. Stand jetzt haben wir, glaube ich, überall die Kometenmünzen gesammelt. So ist es. Warte mal, hier ist... Ah, hier ist schon eine Krone. Okay, dann wird das wahrscheinlich gar keinen Kometen haben. Na gut, dann... Auf geht's. Sammeln wir halt die Kometen, die ersten. Vor allem Prankster-Komet, auch geil. Lost Child Speedrun. Och nein, jetzt fängt jetzt schon mit einem Speedrun an. Ja, die wollen mich umbringen. Ich sehe schon. Die wollen mich eindeutig umbringen. Alter, in der ersten Galaxie gleich instant Speedrun. 30 Sekunden, ne? Okay, ich beeile mich mal ganz schnell. Also da brauchen wir jetzt nicht übertreiben, das ist hart. Und ich habe die erste Uhr schon übersehen. Also 10 Sekunden, die mir vielleicht sogar schon fehlen auf der Uhr. Warte mal, die Scheißstelle mit den Äpfeln kommt jetzt gleich direkt. Scheiße, nein! Wo war denn der verfluchte Sternring dann später nochmal? Ich glaube, der war am roten, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war er am grünen? Nee, ich glaube, am roten war er. Wow, super, jetzt muss ich erstmal die Sachen erwischen überhaupt. Ja, wenn er am roten war, dann gehe ich zuerst zum grünen. Spring doch da hoch, Luigi! Mach mich nicht krank! Diese Scheißkamera. Komm, wo ist das letzte Teil? Da ist es. Ich glaube, ich bin jetzt schon tot, wegen der Scheißkamera. Komm, mach schnell, Junge, mach schnell! Gib Gas!
Ja, super, jetzt habe ich da auch wieder verkackt. Sekunden 17. Und mein Finger schläft jetzt gerade in dem Moment ein. Das kann nicht sein. Zum ungünstigsten Zeitpunkt muss jetzt mein Finger einpennen. Was kommt als nächstes? Das Teil. Nein! Okay, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Was kommt noch? Die Brücke, die Brücke, die Brücke. Ja, die Brücke ist das nächste. Lauf da durch, Junge, lauf da durch. Kam da noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Zeit, darüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Nee, ich komme jetzt schon dahin. Da liegen auch noch ein paar Uhren. Okay, wir dürfen uns keinen Fehler jetzt erlauben. Wir dürfen ja nicht daneben schlagen. Das heißt, ich bin jetzt mir... Was? Der ist jetzt aber anders, oder? Das ist ein anderer Gegner, verflucht! Wait, ach, das ist der, das ist die Version aus dem zweiten Teil. Ich glaube aber, dass der nur zwei Leben hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn er drei hat, bin ich am Arsch, das weiß ich jetzt schon. Und dann ist das auch mega unfair. Gut, er springt auf mich, das passt. Da war noch irgendwo eine scheiß Uhr. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Da ist die. Der hat noch immer ein Leben. Ich glaube, ich wäre verrückt hier. Also, der kann noch immer, die Schale kann noch immer Schaden nehmen. Jetzt aber. Bitte sag, du hast kein drittes Leben. Er hat keins, oder? Er hat keins. Gott sei Dank, Alter. Der Typ, der sauft doch. Also, den Alk, den will ich nicht haben. Was der dann gesoffen hat. Bei der Erstellung von dieser Galaxie. Bruder. Ich bin schon wieder unten gelandet. Gibt's das auch? Jetzt krieg ich schon wieder irgendwas. Ja, wer ist denn diesmal mitgekommen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden's gesehen. Ja, und in der Rollbalkengalaxie kommt auch recht direkt der nächste Komet. Auf den freue ich mich schon an der Stelle. You bought back a star bunny? Now the one thing in the galaxy cuter than one does. Nothing, that's what. Did I get ya on that one? Also ich habe einen Hasen mitgenommen, perfekt. Well, it looks to me like that cute critter wants to tell you something. Gut, was will mir der Hase sagen? Bin ich auch schon gespannt. Was willst du denn, mein Freund? Shake die Wii-Fernbedienung. When you're in mid-jump, spinning will give you just a little more oomph. Ja gut, okay, der erklärt mir einfach jetzt gerade die Wirbelattacke in der Luft. Weltklasse. Ja gut, weil, das auch, weil die das auch anwenden als einziger. Und ich habe einen Brief noch, wartet. Ist das ein Brief von Peach eventuell? First, das ist... Ja gut, okay, er geht an Mario natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich wieder dieser übliche Brief mit den 5 One-Ups, oder? Vor allem, er sagt jetzt sogar... Das ist ein One-Up, alles klar. Vor allem, er sagt jetzt sogar nicht mal, dass der Brief eigentlich für Mario ist. Alles klar, ey, du bist so ein asozialer Tod. Na, passt. Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.